Seit über 30 Jahren steht Schauspieler Götz Otto auf Theaterbühnen und vor der Kamera. 1998 macht er mit seiner Rolle als Bond-Bösewicht Stamper weltweit auf sich aufmerksam, dreht seitdem nahezu ununterbrochen internationale Kinofilme und erfolgreiche Fernsehserien. Eine Auszeit nimmt er sich am liebsten auf der italienischen Seite des Luganer Sees und das zu jeder Jahreszeit. Wir sind jetzt hier in Castello di Valsolda oberhalb des Luganer Sees, den man hier sieht, wenn man ihn sehen würde. Aber es ist gerade Herbst und es ist schlechtes Wetter, aber Castello ist auch im Herbst und auch bei diesem Wetter wunderschön. Rund 30 Menschen leben in dem kleinen Bergdorf in der Provinz Como, hoch oben in den Luganer Voralpen. Erhaben wacht die über 500 Jahre alte Pfarrkirche San Martino über die ehemalige Festung. Es ist früh. Die Kirche schließt der Bürgermeister Oriano Pagani höchstpersönlich auf. Ich finde diesen Ort hier, den finde ich unheimlich bereichernd. Und das ist für mich ein Sehnsuchtsort. Also ich gehe nicht aus religiösen Gründen in die Kirche, sondern weil ich die Geschichten spannend finde, die man hier an der Wand sehen kann oder auch die einem so erzählt werden. Und das finde ich eben das Tolle hier an diesem Ort auch, dass der voll ist von Geschichte und Geschichten. Und man läuft nicht durch Ruinen oder so, sondern nein, hier leben Leute und die nehmen ein gutes Stück weit mit von ihrer Geschichte in das Hier und Heute und Jetzt. Das finde ich toll. Als Schauspieler kommt Götz Otto sehr viel herum. Seinen Blick schärft der gebürtige Hesse für die kleinen Details. Und auch hier entdeckt er seine Kirche immer wieder neu. Die Kirche San Martino, man sagt auch irgendwie die Sixtinische Kapelle des Nordens, wirklich toll ausgearbeitet. Aber auch hier gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Geschichten, die ich toll finde, die ich mir gar nicht erklären kann. Also hier zum Beispiel auch die, wenn man nach oben guckt, denkt man auch, der ist gar nicht fertig geworden, der Maler. Aber der hat absichtlich diesen Zustand der Fresken an der Decke gelassen, um noch mehr Imagination beim Zuschauer zu erzeugen. Vor 12 Jahren hat Götz Otto dieses beschauliche Fleckchen entdeckt. Schmale Gassen und steile Treppen führen auf und abwärts durch Castello. Seit Hunderten von Jahren hat sich hier kaum etwas verändert. Es gibt keine Autos, Zweiräder kommen nicht weit. Außer ein paar Manufakturen für Besucher gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Restaurant. Doch das war einmal anders. Also hier ist die Osteria della Pace, beziehungsweise hier war die Osteria della Pace. Man sieht oben von 1697 auch ein sehr schönes Fresko. Und das wäre doch ein absoluter Traum, wenn man an diesem wunderschönen Platz wieder eine Osteria eröffnen könnte. Ein sehr, sehr guter Freund von mir ist hier auch nach Castello gezogen tatsächlich. Und das ist so ein bisschen unser gemeinsamer Traum, dass man das wieder aufmachen könnte, um den Frieden zu feiern. Was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Nahe Castello di Valsolda erstrecken sich zwischen den dichten Wäldern zahlreiche Bäche. Die Lebensadern für den Luganer See. Auf der Suche nach der großen Einsamkeit führt uns Götz Otto zu einem der vielen Wasserfälle, im Sommer glasklar und erfrischend. Ich glaube, dass man die Kraft des Wassers in so vielen Situationen spüren kann. Allein sich dort unter den Wasserfall zu stellen und sich davon beduschen zu lassen, da lädt man auf. Also das ist einfach toll. Götz Ottos Sehnsuchtsort, wo Natur und Kultur so dicht beieinander liegen, ist auch künstlerische Wiege des Autors Antonio Fogazzaro, der hier vor mehr als 100 Jahren wirkte. Seine prunkvolle Sommerresidenz am Ufer des Luganer Sees ist heute ein Museum. Götz Otto, selbst Autor, ist fasziniert von dieser einzigartigen Zeitkapsel. Das hier ist das Arbeitszimmer von Herrn Fogazzaro, der Piccolo Mondo Antico geschrieben hat. Einer der bekanntesten Autoren des 19. Jahrhunderts Italiens. Und in dieser doch sehr rückständigen Gesellschaft, die er hier ausgemacht hat, da hat er diesen Roman angesiedelt. Und das ist genau das, was mich aber eigentlich fasziniert an dieser Gegend, weil es eben noch nicht so vom Zeitgeist aufgesaugt worden ist oder überschwemmt worden ist, sondern sich seine eigene Authentizität und Eigenheit noch so bewahrt hat. Und das finde ich eine wahnsinnige Qualität in der heutigen Zeit. Das Provinzielle als Auszeichnung für ein erstrebenswertes Leben.
Eine besondere Lebensqualität hat sich der 56-Jährige bis heute bewahrt. Götz Otto hat eine ausgeprägte sportliche Leidenschaft, die er gerne hier am Luganer See praktiziert, wenn das Wetter passt. Weil das finde ich echt den Hammer. Früher war ich Ruderer und das war ziemlich doof, weil man, es war toll, aber es war auch doof, weil man immer nicht weiß, wo man hinfährt. Und ich wollte endlich mal auf dem Wasser sein und sehen, wo ich hinfahre. Und auf diesem See bewege ich mich stand-up-paddelnd vor, also auf einem Stand-up-Paddle fort. Und da kannst du überall rumfahren, es ist ja auch niemand. Man ist immer allein und das ist sehr, sehr schön. Von hier aus kann man auch sehr gut rüberlaufen. In die Schweiz ist nämlich wirklich nur eine Minute von hier aus. Oder halt eben auf den See schauen oder seine Gäste beeindrucken mit dem wunderschönen Garten von dem Mann. Beeindruckend ist die bisherige Karriere von Götz Otto. Er stammt aus einer Bäckersfamilie. Schauspieler will er anfangs gar nicht werden. Ihn fasziniert eher die Auseinandersetzung mit sich selbst. Jedes Vorsprechen in einer Schauspielschule macht ihn besser. Beim 9. Mal schließlich wird er angenommen. Bedeutende Komparsenrollen wie bei Steven Spielberg sind der Anfang. Dann 1997 mit dem Bond-Bösewicht der Durchbruch. 2 Wochen lang Spielberg und Schindlers Liste zu erleben, da war ich danach locker ein halbes Jahr auf körpereigenen Drogen. Ja. Aber Bond hat natürlich was mit meiner Karriere gemacht. Und zwar hat das mir die Möglichkeit gegeben, international zu arbeiten. Ich habe schon so viele Sprachen gedreht. Noch nicht in Italienisch allerdings. Als Stammgast in Valsolda hat sich Götz Ottos Schauspieltalent schon herumgesprochen. Und vielleicht wird aus einem Sehnsuchtsort irgendwann mal sein ultimativer Sehnsuchtsdrehort.